und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe ein paar neue Washi-Tape-Rollen, die wollte ich euch zeigen und ich wollte euch auch zeigen, was ich schon damit gemacht habe. Und die habt ihr auch schon in einem anderen Video von mir gesehen, davon hatte ich Eva auch schon mal welche geschenkt. Das sind Sticker auf einer Rolle und damit kann man eben auch zusammen mit Washi-Tape Sachen total cool verzieren. Ich zeige euch jetzt erstes mal meine neuen Washi-Tape-Rollen. Dann zeige ich euch meine Bücher und zum Schluss will ich euch noch die Sticker zeigen. Also die habe ich wieder bei Action gekauft und das war ein Pack für 79 Cent. Also 4 Rollen, eine ganz schmale. Das ist so eine blaue und die sieht so aus, als wäre die so an eine Seite angenäht. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, deswegen rolle ich das einmal ab. Als würden da an der Seite einfach so Nähte durchgehen. Dann ist hier dieses hier, das ist einfach in grün und so türkisblau mit so ein bisschen wie so Blätter. Erinnert mich ein bisschen an so ein Blattmuster. Dann das hier finde ich auch total schön, das ist ein bisschen breiter und in so einem schönen hell türkisgrün und da sind so Pfeile einfach drauf. In der Packung war noch das hier mit den Sternchen. Das sind einfach durchsichtige Sternchen auf türkisem Untergrund. So, eine zweite Packung habe ich mir dann noch gekauft. Auch 79 Cent, diese 4 Rollen zusammen. Und da gefällt mir ganz besonders gut das hier. Damit fange ich auch mal an. Das ist weiß mit Libellen drauf in Orange. Und das sieht wirklich richtig schön aus, finde ich. Also die Libellen sind auch so ganz detailgetreu und der Hintergrund ist eben richtig weiß. Und ja, die Libellen, es gibt größere und kleinere da drauf, wirklich richtig, richtig schön. Dann im Set enthalten war noch das hier, das ist einfach so ein gelbes. Der Hintergrund ist so ein bisschen transparent und da drauf sind so kleine gelbe, ja, Rauten. Das hier gefällt mir auch total gut. Da ist so ein Zickzackmuster drauf und ja, weiß-orange. Ich glaube, das brauche ich auch gar nicht abrollen, das erkennt man relativ gut. Einfach so kleine orangene Zickzack-Pfeilchen. Und das hier, das habe ich auch bei meinem neuen Notizbuch noch gar nicht verwendet. Da sind Rosen drauf und ich würde es auch gerne einmal abrollen, aber finde den Anfang nicht. Ah ja, hier. Also da sind einfach so lange Rosenstiele und oben ist dann immer so eine Blüte. Das finde ich kann man auch total schön, wenn man eine Karte gestaltet oder so nehmen. Also der Untergrund ist rot und dann da eben so richtige Rosen drauf. Und ein bisschen anders als, ich habe ja schon ein paar Washi-Tape auch mit Blumenmustern, aber hier sind dann eben wirklich richtig so die kompletten Rosen mit so einem Stiel. Ja, und daraus habe ich jetzt schon 2 Notizbücher gemacht. Also ihr seht, ich habe jetzt nicht nur das neue Washi-Tape verwendet, sondern auch das alte mit verwendet. Ich fange mal mit diesem hier an. Hier sieht man auch das mit der Libelle. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, und hier ist auch dieses Grüne. Und ja, ich habe die eben einfach so quer aufgeklebt, einfach angefangen und dann immer Streifen für Streifen aufgeklebt und auf der Rückseite habe ich das anders gemacht, da habe ich die so waagerecht aufgeklebt und damit das hier an der Kante dann auch schön ist, habe ich dann hier außen noch so eine Kante draufgeklebt. Ja, Made with Love habe ich dann noch drauf gemacht, das war bei den Stickern mit dabei und auch diese Dreiecke waren bei den Stickern mit dabei. Und hier innen habe ich dann noch so eins, da kann ich meinen Namen draufschreiben oder vielleicht will ich das Ganze auch verschenken. Dann kann man da eben auch den Namen von demjenigen draufschreiben. Und hier habe ich einfach, weil das war so ein fertiges Notizbuch und da stand hier drunter ja der Markenname und das habe ich mit so einem eigenen Sticker überklebt. Hier bin ich eigentlich ähnlich vorgegangen, aber deswegen, das mache ich mal auf, habe ich das Ganze einfach hier komplett immer rüber geklebt, sodass die Streifen immer komplett weiter durchgehen. Dieses, wenn ich das so aufmache, sieht eben vorne und unten hinten ganz unterschiedlich aus. Und hier habe ich ganz lang immer die ganzen Streifen so drüber geklebt. Hier unten habe ich dann auch
This is Love draufgeklebt und hier drinnen auch ein Etikett und noch ein paar andere Sticker. Das Besondere bei diesem Buch ist, da habe ich mit Duct Tape noch vorne und hinten so eine Kordel reingeklebt und dann kann man das Buch hier schön mit so einer kleinen Schleife zubinden. Jetzt komme ich auch schon zu den Stickern. Ich habe 2 Packungen davon neu und eine, die hatte ich schon vorher. Davon habe ich eine Eva geschenkt und eine habe ich selber behalten. Aber Eva und ich haben uns das so aufgeteilt, dass jetzt jeder die Hälfte hat. Also sind hier in der einen Packung 2 verschiedene Stickerrollen. Das sind einmal die hier. Da fehlen schon ein paar. Aber hier sieht man, das sind so richtig coole Neonfarben. Die habe ich euch auch schon in einem anderen Video gezeigt. Genauso wie diese hier. Das sind so bräunliche Töne mit ein bisschen rosa, türkis, mit kleinen Sternchen drauf. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Und jetzt kommen noch 2 Packungen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die ich aber hier schon für die Notizbücher benutzt habe. Einmal das hier. Da sind so schwarze, grüne, türkise mit weiß. Und ja, da stehen auch unterschiedliche Sachen drauf. Da ist auch dieses Etikett, was ich verwendet habe. Die Sticker habe ich übrigens auch von Action. So, ich mache mal direkt weiter. Hier habe ich dann noch eine Stickerrolle. Hier sind so die rosa, orange, türkis Pastelltöne drauf. Hier sind auch diese Dreiecke, die ich bei dem einen Buch hier aufgeklebt habe. Und das hattet ihr auch schon hier in dem Notizbuch gesehen. Die finde ich auch total schön. Und ich habe, das hier habe ich schon länger. Das ist aber auch sowas, deswegen dachte ich, bringe ich das heute auch mal mit. Das sind auch so Etiketten auf so einer Rolle. Die habe ich mal in Holland gekauft. Und ja, die kann man eben auch total schön in so Bücher reinkleben. Und die finde ich auch ziemlich passend dazu. Deswegen dachte ich, zeige ich euch die auch heute mal. Ja, das war's auch schon. Also ich habe euch jetzt einfach mal meine ganzen neuen Sticker gezeigt und die neuen Washi-Tape-Rollen für meine Washi-Tape-Sammlung und auch schon, was ich damit gemacht habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es war zwar jetzt kein richtiges Do-It-Yourself, aber ihr habt wenigstens schon mal gesehen, was für ein Do-It-Yourself ich damit gemacht habe. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn euch meine Sachen gefallen oder ihr vielleicht auch einen Kommentar dazu abgeben möchtet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, schreibt mir was Nettes in die Kommentare und schaut auch unsere anderen Videos. Ich habe ja schon viele Washi-Tape-Videos gemacht. Das mit den Heften hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also das waren einfach so schlichte, kleine, einfache Hefte. Da kann man aber auch guten Schulheft für nehmen. Und da habe ich dann Streifen für Streifen diese Washi-Tape draufgeklebt. Und ja, die kann man schön verschenken, selber benutzen. Kann man sich ein Hausaufgabenheft mitmachen oder ein Schulheft gestalten. Vielleicht habt ihr Lust, das noch nachzumachen. Schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr die Ideen findet. Und klar, es ist jetzt nichts ganz Neues, aber so wie ich das umgesetzt habe, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet, wie es euch gefällt, ob ihr sowas nachmachen wollt, wie ihr meine neuen Washi-Tape-Rollen findet und welche am schönsten für euch ist. Ich finde von den neuen wirklich die mit den Libellen am schönsten. Die ist wirklich echt toll, die Rolle. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!